Ja, bei mir Felix Lohkämper nach dem 2:0 Auswärtssieg hier in Halle. Felix, beschreib mal, wie war der Zustand jetzt? Ihr hattet 3 Tage frei, es ist sehr warm draußen. Ja, wie lief es für euch? Ja, also wir haben, sag ich mal, nach dem Wochenende, als wir letzte Woche aufgestiegen sind, sehr gut gefeiert, kann man bescheiden sagen. So. Dann aber ab Mittwoch hatten wir wieder vollen Fokus. Und ja, es war nicht ganz einfach, auch mit den warmen Temperaturen heute. Aber ich glaube, wir haben den Kampf hier ganz gut angenommen und nicht unverdient auch 2:0 gewonnen. Der Trainer hat sich für dich entschieden in der Startelf. Wie hast du die Entscheidung aufgenommen und ja, wie liefst du dich heute im Spiel? Ja, ich habe mich einfach wieder riesig gefreut, mal wieder von Anfang an ran zu dürfen und dann auch über die volle Distanz. Ich glaube, den anderen Spielern geht es auch so, die jetzt ein bisschen hinten dran standen. Und es ist einfach sehr nett vom Trainer, dass er uns auch die Chance gibt, uns nochmal zu zeigen. Und man sieht aber auch, dass allgemein der Kader, glaube ich, sehr breit ist und dass da alle ganz eng beieinander sind. Und es hat einfach wieder riesen Spaß gemacht, heute zu spielen. Genau, 2 Treffer für dich, ganz wichtig, dadurch wurde der Dreier natürlich geebnet. Beschreib nochmal, wie beide zustande gekommen sind. Letztendlich musstest du ja in Anführungszeichen nur noch vollstrecken, ja? Ja, der Philipp hat die beiden Tore super vorbereitet und ja, dann stand ich halt da, wo ein Stürmer stehen muss. So ganz so schwer war es dann nicht mehr, aber ja, genau. Durch das 0:0 zwischen Karlsruhe und Paderborn sind wir jetzt auf Platz 1 gesprungen. 2 Spiele noch, was können wir da jetzt rausholen? Ja gut, wir stehen jetzt ganz oben und wir wollen oben bleiben, wollen auf jeden Fall die Meisterschaft einfahren und im Landespokal haben wir auch noch zu spielen und das wäre natürlich dann überragend, wenn wir das beides schaffen. Dafür wünschen wir viel Glück, gute Heimfahrt, danke dir. Danke.